Ich habe verschiedene Erinnerungen an die Musik, die ich aufgewachsen bin damit. Ich war 3, als wir als Familie auf Indonesien gezogen sind. Und habe bis 7 dort gewohnt. Und was man dort oft gemacht hat, ist, man ist rausgegangen und hat eine akustische Gitarre dabei gehabt und die Leute haben gespielt und gesungen. We used to gather in the dark, midnight till dawn. Storytelling on the stars, why young, living shadow on the scene, one memory, people and a puppeteer, dalang dalang. Take over, control her. Ich bin mit musikalischen Eltern aufgewachsen. Mein Papi hat Gitarre gespielt in einer Unterhaltungsband, hat sich das Studium damit finanziert. Ihre Hit hat geheißen, die Schweiz hört nicht auf in Winterthur. Also, das war schon sehr lustig. Meine Mama hat Handorgel gespielt und sie hat auch sehr viel Musik gelassen. Und ich habe erst später, so im, ich glaube erst im Studium sogar, wirklich meine eigene Musik angefangen zu hören. Wir haben uns an der ZRK kennengelernt, wir waren in der gleichen Klasse. Und ich musste ein Masterprojekt machen. Und habe Anissa gefragt, weil das wirklich sehr gut gepasst hat. Und dann ja, haben wir auf das Projekt gearbeitet und gemerkt, dass das mega gut funktioniert. Und haben schon das erste Konzert gespielt. Wenn man live spielt, ist man in einer ganz anderen Welt. Man kann alle Probleme, die man außerhalb von dem ICAN-Kosmos hat, kann man einfach mal ein bisschen weglassen. Das ist so der Aspekt, wenn man vor allem auf Tour ist, mit seinen Leuten. Körperlich manchmal sehr anstrengend, aber für den Geist ist es immer so, es ist so etwas Tolles, einfach unterwegs zu sein und nach das machen, was man liebt. Und dann kommen natürlich die Live-Auftritte, wo wir lieben. Also du machst ja Musik zum Musik machen. Und das direkte Feedback vom Publikum, du kannst die Leute begeistern mit dem, was du gerne machst. Und ich meine, ja, es gibt nichts Schöneres. So mein Kostüm hier. Da haben wir ein vorletztes Bühnenoutfit, ist aus diesem Stoff gemacht worden. Das ist auch etwas, was wir mega gerne machen. Uns überlegen, wie soll das aussehen, zusammen mit den Lichtern. Was sollen wir überbringen, was passt zusammen. Es sind so verschiedene Workflows, wie bei unseren Songs eigentlich. Je nachdem, was gerade passt. Bei den Songs konkret gibt es auch wieder wie bei den Bühnenoutfits viele verschiedene Wege, wo wir gehen, bis ein Song fertig ist. Also wir haben nicht irgendwie ein Schema an
wie wir das machen. Ich glaube, das wäre auch langweilig und wir würden das Gleiche rauskommen. Das will man ja eh nicht. Mir wird schnell langweilig. Ja, man braucht auch immer wieder neue Inspiration und ein neuer Workflow gibt automatisch ein neues Ergebnis. Und Songs wollen ja auch inspirieren. Und so Songwriting-mässig und Lyrics-mässig bin sicher ich die, die mehr macht. Und wo, also es ist wie so etwas, das ich mega gerne mache und das ich auch brauche. Und bei der Hanna zum Beispiel ist es ganz klar, dass alles Visuelle bei ihr ist. Also, du hast das Cover gemacht von unserem Album und alle anderen Covers und eben die, alle Comics-Sachen. Und gleichzeitig sind wir aber immer im Austausch. Also wir geben einander Ideen und machen das irgendwie zusammen. I'm a killer. I'm a killer. Mein Ziel ist, weitermachen, wie wir jetzt gerade dran sind und zu hoffen, dass es immer weitergeht, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir immer mehr Leute erreichen können und dass das weiterhin einfach geschätzt wird, was wir machen. Was ich mir allgemein wünsche für mich und für Ikan Hiu und für uns, ist, dass wir einander inspirieren können, dass wir Freude haben daran und dass wir uns selber bleiben können und uns nicht verlieren. Das erinnert mich immer mega fest an Fahrenheit. Ja, das sogar die Bilder, aber auch jedes Mal live.